Jackie hatte diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Und wenn sie sich in Scharfzähne gebirgt im Danke. Ist nicht so mein Ding. Vielleicht ein andermal. Wie geht's, Misty? Alles in Ordnung? Geht schon. Ist nicht leicht, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ohne ihn. Und du? Ich meine, ihr? Und der Grund für den monströsen Schrecken? Vor Jahren stürzte ein Schiff von Alpha Centauri in den Berg. Dem in meinem Kopf. Das ist auch nicht gerade leicht. Ja, es würden nicht viele verkraften. Aber ich glaube, ihr zwei könntet trotzdem irgendwie was Gutes aus all dem ziehen. Gebunden an seinen Dielen. Aber der Absturz durchkreuzte seine Hände. Deine Scheißfresse, bevor ich dir noch ein Grab schaufel! Brech mir nur die Knochen, doch die Wahrheit könnt ihr nicht verhindern. Hey, Pfoten weg von meinem spirituellen Führer. Im Ernst, der ist harmlos. Hat nur einen kurzen im Hirn. Lasst ihn in Ruhe. Weißt du, wie viele hirnlose Wichser seinen Scheiß glauben werden? Ich hab die Schnauze voll von normalen Kannibalen zu hören. Ach komm schon, ist doch eigentlich lustig. Du wirst wohl ins selbe Grab. Bevor ich dir noch ein Grab schaffe. Brech mir nur die Knochen, doch die Wahrheit könnt ihr nicht verhindern. Ganz früher ist jetzt auch egal. Was ist aus dir geworden? Gestorben oder so? Was passiert, wenn man schlecht von der Wahrheit redet? Über deine Scheißfresse, bevor ich dir noch ein Grab schaffe. Brech mir nur die Knochen, doch die Wahrheit könnt ihr nicht verhindern. Hey, Pfoten weg von meinem spirituellen Führer. Im Ernst, der ist harmlos. Hat nur einen kurzen im Hirn. Lasst ihn in Ruhe. Weißt du, wie viele hirnlose Wichser seinen Scheiß glauben werden? Ich hab die Schnauze voll von normalen Kannibalen zu hören. Ach komm schon, ist doch eigentlich lustig. Du bist wohl ins selbe Grab! Wer wird mir sagen, Maslan war fake, die Zähne ausschlagen? Du glaubst meinem Gott denn nicht? Du meinst, ich weiß nicht, wenn man mich verspottet oder als falschen Propheten abstempelt? Ich könnte mir keine verrücktere Verschwörungstheorie ausdenken. Vampire von Alpha Centauri? Ha, ernsthaft jetzt? Hättest du gehört, was ich hörte, wüsstest du, die Welt ist nicht so simpel, wie sie scheint. Aber was kann ich tun? Niemand hört auf Cassandra, bis es zu spät ist. Weißt du, hättest du echte Beweise für deinen großen kosmischen Plot? Hab ich heute Nacht ein Treffen bei einer alten Fabrik in Kabuki.
ein wichtiges Tauschgeschäft. Beobachte sie. Hol dir das Artefakt von Alpha Centauri. Du wirst sehen, ich hatte von Anfang an recht. Moment mal. Woher weißt du überhaupt von diesem Treffen? Ihre Radiowellen schwingen im Gleichklang mit meinem Hirn. Seit meinem Unfall höre ich ihre Übertragungen. Unfall, hm? Du weißt schon, dass es nicht gerade Vertrauen weckt, oder? Du verstehst es nicht. Ich habe ihren Co-Prozessor im Kopf. Ich weiß nicht, wie mein Reaper-Doktor rangekommen ist. Aber dank ihm kann ich ihre Pläne und Gespräche hören. Wenn du mir hilfst, können wir die Erde gemeinsam retten. Okay, ich sehe, was ich tun kann. Danke für den Tipp. Greif nicht zuvor, leg ein oder zu spät, dann ist alles verloren. Das Schicksal der Menschheit liegt in deinen Händen. Enttäusche uns nicht, enttäusche mich nicht. Kein Druck, versteh schon. Die Zeit ist gekommen für eine Begegnung der dritten Art. Ein kleiner Schritt für Vi, ein großer für die Menschheit. Was meinst du, wer taucht hier auf? Reptiloide oder Techno-Nekromanten? Ich hoffe ja schwer auf Einhörner. Ich habe immer geglaubt, die kommen vom Planeten Nibiru her, um uns mit Regenbogenlasern der Liebe zu vernichten. Wie bezaubernd. Wusste gar nicht, dass du dir deine Fantasie und deinen kindlichen Verstand bewahrt hast. Genug rumgealbert. Wir müssen still sein und abwarten. Niemand. Wie befürchtet. Ich muss sagen, ich bin irgendwie enttäuscht. Gib die Hoffnung nicht auf.
Wow, wow, okay. Da ist wirklich jemand. Maelstrom. Also Techno-Nekromanten. Ich wusste, diese Reptiloide sind Bullshit. Glaub's nicht. Hier ist wirklich eine Verschwörung im Gange. Was sagt der Wolfsvater zu Nordmutter, wenn sie auf die Erde kommt? Ich habe das Reich von Menschen und Schatten beschützt. Doch heute schützen sie unsere Kinder, deren Name Vatermord lautet. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen. Was unser Prophet wohl zu diesem Chip sagt. Für Prophet
Züge kamen vorbei. Blaue Augen und alles. Sahen aus, wie er gesagt hat. Dann haben die ihn in ein EW geworfen und zum Mutterschiff gebracht. Und keiner hat ihm geholfen? Niemand. Die Polizei sagt, er ist krank. Aber eigentlich weiß er nur zu viel. Er ist eine Bedrohung für die. Ich sammle jetzt Spenden für eine Statue zu seinen Ehren, um an seinen Mut zu erinnern und die Verbrechen von Alpha Centauri. Hast du noch ein paar Eddies übrig? Für sein Andenken? Ich habe hier einen Chip. Guckst du mal? Gary meinte, du unterstützt unsere Sache. Okay, zeig her. Ich sag dir, was ich weiß. Was? Versteck das schnell! Niemand darf das erfahren, klar? Wieso? Was ist es? Was ist denn los? Harry wusste, dass das passiert. Die sind hier. Die wollen uns brechen und zu Marionetten machen. Hey, schön ruhig. Wer denn? Die Technonekromanten? Und sie werden auf die Erde hinabsteigen. Ungesehen. Der Himmel in Finsternis gehüllt. Das hat er gesagt. Die Nacht kommt. Die ewige Nacht. Und so endet die epische Geschichte der Geheimnisse paranormaler Wesen. Und was lehrt sie uns? Ich hasse solche Cliffhanger. Geht mir genauso. Aber das meinte ich nicht. Manche Leute wissen mehr als andere. Sie hören den Privatgesprächen der Weltelite zu. Und was tun sie mit dem Wissen? Sie verbringen ihre Zeit damit, uralte Märchen neu zu erfinden. Bleibt deine Fantasie. Ich glaube fest daran, dass wir gerade so einem Krieg gegen Aliens und Vampire entkommen sind. Tun wir das nicht alle? Vampire, Aliens, Reptiloide, alles fesselnd. Sogar ein wenig romantisch. Die Wahrheit ist furchtbar profan. Die Konzerne ziehen die Strippen. Kranke Bastarde. Hai von ihren eigenen Machtfantasien. Du meinst, das waren zwielichtige Konzerngeschäfte? Darauf kannst du wetten. Die sind die wahren Blutsauger der Menschheit. War nie anders. Wir verlangen Gerechtigkeit für Profit.